Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir haben im letzten Part gegen den Arenaleiter gekämpft. Es war ein sehr, sehr harter Kampf. Wir haben sogar einmal, wir sind einmal Game Over gegangen, weil Kraftschub wurde die ganze Zeit eingesetzt und das war für unsere Pokémon einfach zu viel, zu großer Angriff und daher, ja. Aber wir haben die TM Kraftschub jetzt auch bekommen und nochmal Rückkehr, also zwei TNs haben wir bekommen, die man auch unendlich oft einsetzen kann. Das war in dieser Generation dann schon so, was ich mega nice finde. Daher, jo. Rückkehr haben wir auch noch einerseits bekommen. Rückkehr will ich auf jeden Fall einem Pokémon beibringen lassen. Geht bei René und bei Jonas. Ja, erstmal schauen wir mal bei Jonas nach. So, da kommt. Ja, Wachstum bleibt drin, weil Angriff und Spezialangriff zeigen, ja. Dann können wir theoretisch gleich den Silberblick mal mit rausnehmen. Genau. Weil ich weiß nicht, ob Rückkehr inzwischen schon mehr Schaden macht als Tackle. Könnte bei Jonas so sein. Und dann schauen wir nochmal, ob wir Rückkehr auch René beibringen können. Rückkehr ist, wie gesagt, eine sehr, sehr geile Attacke. Dass man die so früh bekommt, finde ich schon geil. So, Offenlegung kommt auf jeden Fall raus. So. Wunderbar, zwei schöne Attacken bekommen. So, Kraftschub gibt's noch. Aber, ja gut, brauchen wir jetzt hier nicht. So, dann haben wir im letzten Part noch hier auf dem Touchscreen diesen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, bekommen. Kann man hier aktivieren, aber dann wird Drahtlosfunktion angeschaltet, ich weiß nicht. Ob das hier irgendwelche Bugs auslöst, weil ich das auf dem Emulator zocke. Daher, ja. Unser nächstes Ziel wird dann die nächste Arena sein, in der einen Stadt, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Boah, vorher werde ich natürlich die Pokémon heilen. Vielleicht können wir schon im Pokécenter ein paar mehr Items kaufen oder so. Ist eigentlich schon ganz nice. Ja. Ich habe mich auch nochmal informiert über die anderen Teammitglieder, wann wir die alle so bekommen können. Und es dauert noch so ein bisschen. Superbälle gibt es auch schon. Nice. Ich hoffe trotzdem mal. Oh, nee, ist so teuer. So, zu teuer. Bisschen zu. Viel zu teuer. So, Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Das ist natürlich nice. Kaufe ich 10 Stück davon. So, Tränke haben wir noch ein paar. Wow, nur noch 2 Stück. Kaufe ich mir vom restlichen Geld noch ein paar Tränke. So, mehr Geld haben wir momentan nicht. Dann geht es jetzt weiter zur nächsten Route. Ja, im letzten Part hatten wir auch einen spontanen Gast in der Aufnahme. Jonas war mit dabei. Ja. Naja, war es eigentlich schon ganz geil. Wir haben mit Jonas gekämpft und Jonas kam in Teamspeak rein. Also, ja, nice. Jetzt kann er nicht herkommen, weil er ist momentan nicht da. So, es ist hier jetzt auch so ein bisschen dunkler, so ein bisschen rötlicher, weil ich nehme das jetzt am Abend auf. Ihr seht zum Beispiel auf dem Touchscreen 19.39 Uhr. Schön, dass ich jetzt jederzeit auch weiß, wie spät wir es haben. Von daher passt das noch besser. Und ja. Und außerdem waren wir. Jetzt geht es weiter zur nächsten Route. Worauf ich halt auch schon sehr gespannt bin. Neue Gegner. Hey! Hey! Entschuldige bitte. Ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Füge die Habitatsliste hinzu. Eine großartige neue Funktion. Gib mir mal kurz dein Pokédex. Den haben wir uns doch gar nicht angeschaut. Habitatsliste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend befinden. Eine großartige Funktion deines Pokédex. Um sie zu nutzen, öffne deinen Pokédex und berühre auf dem Touchscreen die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes wählst du den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Jetzt kannst du alle dort lebenden Pokémon sehen und du erfährst auch, welche du schon gefangen hast. Willst du mal meinen Ausflug noch? Nein. Ein kleiner Tipp am Rande. Auf deinen Streifzügen ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, dass das dunkle, hohe Gras manchmal raschelt. Dann versteckt sich immer ein. Naja, das findest du schon selber heraus. Okay. Indem du dein Pokédex füllst, wirst du Teil einer größeren Welt. Also besuche viele verschiedene Orte und begegne vielen verschiedenen Pokémon. Bis dann. Ja, nice. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal kurz den Pokédex an, weil, wie gesagt, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Muss man hier, da muss man wahrscheinlich draufdrücken. So, okay. Ja, Flank haben wir schon gesehen. So designmäßig sieht das schon ganz schön geil aus. So, Habitate. Bitte. Schauen wir mal die Route 19 an.
Achso, Info A. Das ist nice. Werden da alle Pokémon angezeigt, die man finden kann? Oder nur ein Teil? Ich glaube eher nur ein Teil, oder? Gute Frage. Nur die, die man, glaube ich, gesehen hat, weiß ich nicht. Wenn auch die angezeigt werden, die man noch nicht gesehen hat, wäre es natürlich noch umso geiler. So, hier waren wir schon. Doch, hier waren wir, genau. Gegen die Trainer haben wir auch schon. Was ist das da? Sand. So, und jetzt können wir hier vorbei. Was funkelt mir denn da entgegen? Aha, du hast also den Grund, Ron. Aber wir werden mir ja nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Oh, das ist ein Trainer. Ja, nice. Finde ich gut so. Wanderer Igor. Riolo hat er. Wir haben auch einen Riolo. Welchen Level ist er? Level 11, okay. Ich glaube, genauso wie René, oder? So, dann versuchen wir mal Rückkehr einzusetzen. Ja, macht schon. Ich mache mal gleich auch noch Tekke und dann vergleichen wir mal, wie das bei René momentan ist. Nicht Tekke, sondern Uxukip. Uxukip ist noch ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Aber das legt sich noch. Das legt sich noch. So, willst du mal deinen Ausdauer hier mal sein lassen? Genau. Tschüss. War keine Schwierigkeit, er hat nicht angegriffen. Sehr schön, René. Level 12. Ich muss mich dir geschlagen geben. Mit dem richtigen Pokémon an deiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten. So ist das nun mal. Ja. So. Ja, Petro City. Ja, genau, das war, glaube ich, die nächste Stadt. Richtig? Glaube schon. Vorschüler Nils. Da ist ja schon so eine kleine Kinder hier unterwegs mit einem Pokémon. Ja. Na gut, es sind noch die Anfangsrouten. Aber interessant, dass ich zuerst nicht durch durfte und er schon hier. So, ein Anton. Der hat schon mal viel Schaden gemacht beim letzten Mal. Ich wechsle mal zu Jonas. Wir bräuchten für Jonas nochmal eine bessere Pflanzenattacke. Und für René unbedingt mal eine Kampfattacke generell. Aber es kommt ja alles mit der Zeit. Ja, sehr schön, Jonas. Volltreffer. Ach, den hast du es gegeben. Den hast du es sowas von gegeben. So. Dennis, warte. Bell? Nee. Wandert nochmal. Achso, der Arena-Leiter von letzter Folge. Folgt mir, ihr Bein. Okay. Du kennst doch das dunkle, hohe Gras. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig? Okay, das ist mir neu. Also, das gab es in der vierten Generation noch nicht. Und ein starkes Pokémon versteckt sich darin. Nimm dich also in Acht, wenn du dich in solches Gras wagst. Als nächstes versucht ihr euch also in der Arena von Vapitro City. Dann nehmt die hier an euch. Josefbeere. Halt, glaube, Vergiftung. Du auch, Retro. Gut, dann gebt beide euer Bestes. Falls etwas ist, meldet euch einfach per Visocaster. Sheng kennt sich eben aus. Und er hat auch gegen die Sheng von Team Plasma gekämpft. Mein Entschluss steht fest. Ich will stärker werden als er. Und du? Gib immer alles. Fülle die Seiten des Pokédex und unterstütze mich, okay? Ja, sucht er gerade. Ich gehe auch mal rein, weil da ist ein Pokéball. Ein Superball. Sehr schön. Unser erster Superball. Wir haben ja keinen gekauft. Letztens. So, wir wollen aber natürlich noch weiter kämpfen. Jede EP hier mitnehmen, die wir kriegen können. Ein Yorklef. Komm, René, schaffst du. Ah, die wären so easy, hätten wir eine richtige Kampfattacke. Ruckzucki. Ja, Schnüffler kannst du ruhig machen. Wir haben hier aus. Ich lerne gleich noch Kraftschub mal, René.
Weil dann hat er da auch mal eine Attacke. Oh, das war ein Volltreffer von ihm. Weil mit Ausdauer können wir nichts anfangen. Ausdauer bewirkt halt, wenn, dass man halt noch ein KP behält. Wenn man halt K.O. geschlagen wird. Oder wenn man generell eigentlich besiegt werden müsste. Und das kann man nur maximal zweimal hintereinander einsetzen. Das ist an sich einfach sinnlos, diese Attacke. Daher mal kurz Kraftschub, weil dann können wir da immer ein bisschen mehr Angriff brauchen oder so. Halt mal das erlernen. Oh, Jonas hat mir das gar nicht erlernen können. Interessant. So, passt. Was ist hier unten? Nichts weiter? Ist hier irgendwie noch ein verstecktes Item? Nö. Dann gehen wir mal nach hier oben. Da rechts ist noch ein Pokéball. Ah, und noch ein wildes Pokémon. Okay. Oh, Level 3, wie süß. Das. Theoretisch könnte ich auch einen Schutz aktivieren. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir... Das einzige Gras ist, wo wir eigentlich durch müssen. Gegen Gift. Och, ernsthaft jetzt hier? Level 2. Da sind die Trainer schon besser. Ja gut, Trainer sind sowieso immer höher gelevelt als die wilden Pokémon. So, übrigens, wenn ihr was mir in die Kommentare schreiben solltet, bezüglich zum Beispiel hier und da Tipps oder irgendwelche Anliegen generell, ich kann erst einige Parts danach reagieren, weil ich das, dieses Let's Play kommt zwar jetzt neben Mario und Luigi raus, trotzdem produziere ich das vor, weil es mir halt einfach so viel Fun macht. Bedeutet das dann dementsprechend halt Schutz ab nur 10 AP, okay. Bedeutet, dass ich dann dementsprechend da nicht gleich drauf reagieren kann. Wenn ich halt schon vor im Voraus aufgenommen habe. Oh, oh. Okay, ist nicht sehr effektiv. Immer mal Kraftschub. Ja toll, jetzt kommt hier eine Windows-Meldung. Na klasse. Ah, erhöht die Verteidigung. Genau. Das ist eher nicht so schön. Machen wir nochmal einen Kraftschub. Komm, dann schaffst du alleine. Mal bei Verfolgung nicht so viel Schaden macht. So. Jetzt Ruckzuckieb. Walzer. Zwar nicht sehr effektiv, aber trotzdem. Trank. Und bei Walzer müssen wir aufpassen, das macht immer mehr Schaden. Einmal greife ich noch an, dann muss ich doch zu Jonas wechseln. Ja, 5 KP. Da muss ich jetzt auswechseln. Scheiße. Ich bin gleich wieder. Also ich bin noch da, aber ich muss mal kurz hier mal was am Handy kurz antworten. So. Ach, dann Scheiße. Das Problem ist, dass Walzer jetzt so mega dolle stark ist. Alter, wir werden jetzt K.O. gehen. Ich kann versuchen, einen Trank zu trinken und das vielleicht weiter daneben geht, weil es halt auch nicht solche hohe Verteidigung. Genauigkeit meinte ich, aber das wird nichts. Tschüss. Och nee. Ist das. Och man. Warum haben wir immer so ein Pech? René, du brauchst eine Kampfattacke.
Wirklich, ey. Und jetzt müssen wir noch so ewig weit laufen. Ja, können wir auch jetzt erschnellen. Oh nein! Ich habe natürlich das Gras genommen, welches am längsten ist. Oder zumindest, wo ich am weitesten laufen muss, um da durchzukommen. Das sah am kürzesten anfangs aus. Aber naja. Dann sind wir jetzt hier schon in der nächsten Stadt und dann sind wir auch wieder da. Ey. Würdest du auch nicht mal behaupten, dass ich irgendwie hier schlecht bin jetzt? Ist einfach nur Pech. So, hier runter. So, welcher Gegner war es denn? Warst du das? Nee. Du warst das. Ich setze gleich Jonas mal ein. So, auf ein neues. Gleich Jonas einsetzen und dann machen wir erstmal einen Kraftschub. Oder nicht Kraftschub, sondern Wachstum. Wachstum machen wir ja. Damit wir mehr Schaden machen und dann greifen wir direkt an. Bei Jonas müsste auch, glaube ich, Rückkehr stärker sein als Tackle, glaube ich. Aber weiß ich jetzt nicht. Ja, Verfolgung kannst du ruhig machen, das ist ja nicht so schlimm, nur Walzer ist halt scheiße. Wow, Volltreffer, sehr schön. Komm nochmal. Jetzt noch ein Volltreffer. Ach, schade. Jetzt setzt er schon Walzer ein. Nochmal, Rückkehr. Was bei ihm, als er auch immer trifft. Och, ist das dein Ernst? Aber wir kriegen das jetzt hin. So, tschüss. Ach man. So unnötig. Richtig unlucky. Boah, fast Level 15 mehr. Das hat viele EP gegeben. So. Angriff. Plus. So, dann gibt es da jetzt einen Doppelkampf. Cool, unser erster Doppelkampf. Natürlich werde ich jetzt nochmal meine Pokémon heilen mit einem Trank. Oder zumindest Jonas. So. Dann let's go. Gut, dass wir jetzt schon zwei Pokémon haben. Sonst hätten wir nur mit einem kämpfen können. Das wäre dann ein bisschen problematisch. Aber gut. Let's go. Sonnenkern und Sonnenkern. Okay, das ist keine Schwierigkeit. Ah, das sind cool. Ich mag Doppelkämpfe. Und zwar erstes mit Jonas machen wir mal Rückkehr auf das linke Sonnenkern. Und auch Ruckzuckhieb auf das linke, das ist erstmal eins generell weg ist. Ja, die werden von uns zerstört. So ein Kern ist einfach. Auch Absorber, auch wie süß. Wirklich sehr, sehr süß. Das Geile ist bei Doppelkämpfen, finde ich, dass man halt den Partner auch angreifen kann. Und tschüss. Geht nicht mehr ein Level raus. Oh, hier kann man aber die XP, die EP-Leiste sehen. Das war zum Beispiel in der vierten Generation, zumindest in Diamant und Perl, nicht. Das weiß ich noch. Das hat mich immer so ein bisschen aufgeregt. So, sind wir jetzt in der nächsten Stadt? Ich glaube ja. Wenn man unterwegs ist, dann sieht man manchmal Grasbüsche, die sich bewegen. Dort verstecken sich Pokémon. Frage mich, warum man vor Pokémon oder doch, dass sich im raschenden hohen Gras versteckt, so viele EP bekommt. Kann ich nicht sagen. Guten Tag. Also, dann schauen wir mal. Du hast zwei Pokémon dabei. Je mehr Pokémon man dabei hat, desto mehr Spaß macht es, unterwegs zu sein. Ja, das schenke ich dir. Also fangen ganz viele Pokémon. Nochmal ein Superball. Ja, das nächste Pokémon, das dauert ja, wie gesagt, noch ein bisschen. Ich habe da nämlich auf die Level geschaut, auf den jeweiligen Routen oder Orten, wo man die dann fangen kann. Ich glaube, frühestens ist das so bei Level 17, 18 so. Ja, dann ist es doch nicht mehr so lange hin. Ja, mal schauen.
Wie sagt man so schön? Erst such dir Gefährten, dann begib dich auf die Reise. Ja, reimt sich auch wunderbar. Ich dachte, da kommt jetzt ein Spruch, der sich reimt. Aber nee. So, wir sind in der nächsten Stadt und der Videocaster klingelt. Dann will ich mal rangehen. Hallo, Mama hier. Wo ist denn gerade? Hier in Wapitro City? Den Rest habe ich jetzt nicht gelesen, sorry. Bei Nacht ist das ein beeindruckender Anblick, das kann ich dir sagen. Man kann dort sogar seine Pokémon trainieren. Du tust, was du tun kannst. Und die Pokémon leisten auf ihre Weise ihren Beitrag. So trägt jeder etwas zu einem größeren Ganzen bei. Zusammen könnt ihr bestimmt Außergewöhnliches vollbringen. Ja, der Anruf hat jetzt sehr viel Sinn gemacht. Wer ist das da? Ika. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Gehe nach Pokéwood. Um herauszufinden, was in mir steckt. Mein Ziel ist es, sowohl Kapitän als auch Filmstar zu werden. Na hör mal, du bist doch in erster Linie ein Kapitän. Denk doch an all die Leute, die darauf angewiesen sind, dass dein Schiff fährt. Mein liebstes Töchterchen. Du hast doch auch zwei Jobs. Du bist Arenenleiterin und hast eine Band. Das kann ich auch. Okay. Ah, mir reicht's. Du Idiot, 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 Idiot! Das Problem ist nicht, dass du dann zwei Jobs hättest, sondern dass du anderen Leuten Unannehmlichkeiten bereitest. Kann doch nicht angehen, dass Leute nicht mit dem Schiff fahren können, nur weil du so egoistisch bist. Ich hab die Nase voll. Ich gehe zur Arena. Okay. Interessant. Und hier unten gibt es einen Fluss? Vielleicht gibt es hier Wasser-Pokémon. Das wäre natürlich geil für Jonas, der dann mit seinem Rankenhieb alle wegfetzen kann. Oder vielleicht mit einer neuen Pflanzenattacke vielleicht. Hallo Trainer. Ja. Erstmal hier Pokémon ein, bitte. Ja, wir müssen aber erstmal die Stadt erkunden. Das machen wir ja glatt. Wir mal das Ding hier wegmachen, weil der Part ist nämlich fast vorbei. Aber wir fangen schon mal an. Bisher, da bist du ja endlich, Dennis. Du lässt nichts anbrennen, was? Hier, hast du eine neue Medaille. Oh lol. Kunstsachensuche. Dennis, es wäre toll, wenn du mir noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm diese Tippmedaillen. Ich habe leider keine weiteren Tippmedaillen für dich. Versuche nun, die Anzahl deiner Medaillen auf 50 zu erhöhen. Okay. Ja, mal, gegen Pokémon vom Typ Gift trittst du am besten deinerseits mit Gift-Pokémon. Das bringt's voll. Den Tipp hat mir Mika gegeben. Die muss es ja wissen. Die ist immerhin Arenaleiterin. Und super musikalisch ist sie auch. Gibt's dann hier Gift-Pokémon? Das ist eher weniger gut für Jonas, weil Gift ist gegen Pflanze effektiv. Du, sag mal, wo spielst du eigentlich, lieber drin oder draußen? Drin. Da ist der PC. Alles klar, dann sag mir doch auch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß, oder solche, die keiner weiß. Die keiner weiß. Echt, das finde ich toll. Dich als leicht verrückt zu bezeichnen, wäre gewiss nicht übertrieben. Ja, das stimmt. Ich wurde schon öfters als verrückt bezeichnet. Hallo, also je mehr Ohren man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Ja, das stimmt. Naja, heißt es Ohren holen. Aber wir wollen ja sowieso Ohren holen. So, dort vorne waren wir schon. Dann gehen wir erstmal nach unten. Ohne Pokémon würde ich die harte Arbeit in den Werken niemals schaffen. Okay. Hier ist ein Haus, da gehen wir mal rein. Meine Pokémon waren total schwach, aber die Arbeit in den Werken hat sie abgehärtet und stark gemacht. Gibt es hier einen Steinbruch oder wie? Wenn du Schutz einsetzt, begegnen dir keine wilden Pokémon mehr. Wusstest du das? Ja. Trainer! Also nur für den Fall der Fälle, dass dein Pokémon mal Verbrennung erleidet. Das schafft dir Linderung. Feuerheiler! Ja? Darum lohnt es sich, die Stadt zu erkunden. Erleidet dein Pokémon Verbrennungen, sinken seine KP und außerdem noch die Stärke seiner Angriffe. Übel ist das. Das stimmt. Bleib mal stehen, Kleiner. Jeder Verkäufer im Pokémon-Supermarkt hat andere Waren für dich. Stimmt, da müssen wir gleich nochmal nachschauen. Die Kinder, von denen ich immer was Neues lernen kann, sind meine Lehrer. Und die Pokémon sind deine. Das Pokémon links oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Als solltest du dein schwächstes Pokémon links oben anordnen. Wenn der Kampf dann anfängt, wechselst du es gegen ein starkes Pokémon aus. Genial, oder? Ja, so haben wir es ja zum Beispiel mit René letztens gemacht. Als er noch sehr, sehr schwach war. Na gut, René ist momentan immer noch ein. Ich sag mal Schwächling.
Mikas Giftattacken sind sehr wirksam. Ganz furchtbar giftig und ganz furchtbar wirksam. Aber ich habe mir in den Werken einen Magnetilo gefangen und hatte keine Probleme. Hier für dich, fang dir damit ein Magnetilo oder was auch immer du willst. Ja. Hier sind Werke. Vielleicht kann ich da nochmal schauen. Vielleicht gibt's da ein Pokémon. Wir gehen noch in dieses Haus, sprechen noch mit den Leuten und dann ist eh der Part vorbei. Oh, ein Pokémon-Trainer. Mein Enkelkind hat damals auch zusammen mit seinem Pokémon die Arenen in vielen Orten besucht. Dort Ohren gesammelt. Es trug sich vor 2 Jahren zu. Eine Gruppe namens Team Plasma hatte sich um einen Helden geschaut, der das legendäre Schwarz-Pokémon Zekrom bei sich hatte, mit dem Ziel, sich die Einheit-Region zu untertanen machen. Mann. Stimmt. Ja, Team Plasma hat ja schon da erzählt, wegen vor 2 Jahren, dass sie da waren. Ich glaube, das spielt auf Ereignisse in Pokémon Schwarz an. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber dürfte so sein. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde auch zum Helden und dann freunde ich mich mit Zekrom an. Zekrom ist das legendäre Pokémon, glaube ich zumindest. So, und hier geht's dann im nächsten Part weiter. Im nächsten Part gibt's dann wahrscheinlich auch den Kampf in der Arena. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss. Der wird nämlich sehr, sehr spannend. Bei Gift-Pokémon, da muss dann René ran. Bye.